In der Nacht vor dem Aufbruch schlafen wir kaum. Natürlich ist das Projekt, das im Vorausvollzug offen vor uns liegt, auch eine Bremse. Sollen wir oder sollen wir nicht? Ich bin ganz überzeugt davon, dass im Vorausvollzug, in der Dunkelheit, in der Nacht, die Angst uns tief in unsere eigenen Abgründe schauen lässt. Da sind Zweifel, ob wir das können. Da ist die Endlichkeit unseres Lebens. Und da ist vor allem auch die Zweifelhaftigkeit dessen, was wir tun. Es ist immer zu spät, auf ein gelungenes Leben zurückzuschauen, vor allem als Bergsteiger. Es kommt mir darauf an, dass ich aus Ideen Tatsachen mache, aus Visionen Realität. Und während ich das beim Klettern tue, so unnütz es sein mag, passiert gelingendes Leben. Im Hier und Jetzt.